Dritter medizinischer Fall. Erika, ich glaube, der Ursprung der Krankheit ist der Fluss. Wir warten noch auf die Ergebnisse der Wassertests, um das Gift zu identifizieren. Dann brauchen wir, dann wissen wir, welche Medizin wir brauchen. Ich dachte, das kennen wir schon. Was? Hä? Das kennen wir doch. Hat das nicht gespeichert? Bin mir nicht sicher. Ja, es scheint eine kleine Epidemie zu sein. Also, ich habe das schon mal gelesen. Das ist, den Text kennen wir schon. Bla, Pferde, anderes Wasser, bla, Fluss. Sie waren eine andere, die Pferde dort sind gesund. Ja, stimmt, den hatten wir schon. Das hatten wir alles. Okay, und was, wie geht's weiter jetzt? Du gewinnst goldgelbe Augen. Hellbraune Augen gewinne ich auch. Hellbraune Augen. Aber das ist merkwürdig. Ah! Aber die Pferde, zweite medizinische Fall, das eben war der dritte. Krank, aber das ist auch schon, das hatten wir auch schon. Ja, Flutz, du weißt, das ist schon seltsam. Pamela, bla bla, das reicht, hört auf zu spekulieren und böse Gerüchte zu verbreiten. Ist das jetzt doch jemand, ist das doch was anderes? Oh. Ja, also ich verstehe nicht, der zweite medizinische Fall kommt nach dem dritten? Das verstehe ich auch nicht. Klickst durch, komm. Wir beschuldigen hier nicht irgendwen, ich will nichts mehr davon hören, verstanden? Da hatten wir schon. Das hört sich an wie meine Mutter. Okay, Entschuldigung, bla bla bla. Ausritt von, mit Tim erzählt, es war toll. Ja, und jetzt? Ah, Tims Entscheidung. Fell mit Tovero 3 Flecken gewonnen. Jetzt wird's interessant. Leute, es ist ganz furchtbar. Tim hat gesagt, dass wir uns lieber nicht so viel sehen sollten. Er trainiert lieber für das Turnier. Olle Kuh. Das Geld ist ihm wichtiger als ich. Ja. Guck dir die mal an. Alles ist ihm wichtiger als ich. Na, guck sie dir mal an. Und als ich meinte, dass er nie gewinnen würde, weil er der zweite Reservejockey ist, hat er mich selbstsüchtig genannt. Ich hasse ihn, ich will ihn nie wiedersehen. Ja. Hat er mich geohrfeigt. Ja, nach dem Satz würde ich sie auch in den Sand setzen. Hi, hast du mit Emily geradet? Ich wollte das nicht, aber deine Mutter meinte, dass ich trainieren muss. Ich kann mit den anderen Jockeys mithalten, sie hat recht. Hier, hilf mir, a Road zu führen. Warst du die oder war ich die? Nein, die war ich. Ah, die war ich, ja. Unter uns gesagt, ich fand nicht, dass du was falsch gemacht hast. Und sie hat sich ziemlich selbstsüchtig benommen. Aber das konnte ich ihr nicht sagen, sie hätte es falsch verstanden. Na und, dann wäre sie vielleicht irgendwann gegangen und wir hätten dieses Problem nicht mehr. Blödsinn. Jessica war ich. Hi, Flutz, das ist mein Freund Ethan. Kannst du ihm einen Gefallen tun? Nein. Oh. Hi. Alle reden immer von deinem Talent im Umgang mit Pferden. Meine Stute hört nicht mehr auf mich, seit sie hier ist. Das ist nicht ihre gewohnte Umgebung. Kannst du mir helfen, sie zu beruhigen? Natürlich kann ich. Oh mein Gott, Ruby. Und dann Ruby, haben wir noch Sapphire. Ja, ist der Ethan, heißt er. Kommt wieder auf meine Liste hier. Was du sprichst in letzter Zeit so viel, ich komme gar nicht mehr zu Wort hier. Sämtliche Mädels waren da. Ah, okay. Eins bei den Tricks und zwei beim Zielschießen. Das kriegen wir hin. Mit Ruby. Bei den Tricks, ach nee, das ist doch dieses dumme Rhythmusspiel. Kriegen wir trotzdem hin. So. Dann gehen wir schon mal raus. Sieht doch alles gut aus. Ach nee, ein bisschen Wasser können wir geben. Wenn schon, denn schon. Ja. Ruby heißt dieser coole Charakter aus Final Fantasy 9. Einfach deshalb, weil man absolut kein Wort versteht von dem, was er sagt. Was hat aber das wirklich damit gar zu tun? Keins. Ach so, deswegen ist er cool. Ich dachte, das hat was mit dem Namen zu tun. Ruby, ja. Nee, sie ist eine Frau. Mhm. Will Schauspielerin werden. Ich will Schauspielerin werden. Gut gemacht. Und das Wasser ist wieder total voll. Ja. Ist das Wasser wieder sauber, oder wie? Naja, wieso? Es wird einfach anderes benutzt. Das ist doch nicht unbedingt das aus dem Fluss. Mag sein. Vielleicht ist das aus dem... Trinken sie das aus dem Fluss ja nur, wenn sie mal ausreiten oder so. Machen wir mal die Tricks. Tricks und Pfeilschießen. Fix und Dreilschießen. Badum tusch. Oh, und jetzt kommt's, jetzt kommen wieder diese Punkte. Oh mein Gott, sie gehen zusammen und... Oh! Oh! Ist das nicht spannend? Ey, ich glaub's nicht hier, ey. Ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich zitter wie Essenlaub. Und, wer darf dir das schaffen? Und
Wow, wow, geil. Ey, hast du gesehen? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Also, wow. Und ich werde nicht so... Ich bin nicht so vorlaut, so wie du das früher immer wieder vermasselt hast, aber jetzt schaut's echt gut aus. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr viel geübt, ne? Gleich geht's weiter, oder? Oder? Ich hab Angst. Nicht, dass es zu schnell wird. Und, oh, war's das? War's das? Bitte lass es das gewesen sein. Oh, das war's. 1+ sogar, siehst du? Ich bin immer noch besser, als man von mir erwartet. Das lass ich mal so stehen, oder hast du jetzt erwartet, dass ich dir widerspreche? Nein, Axi, das kannst du doch nicht sagen. Das ist doch... Alle Welt will... glaubt an dich. Ja, genau, bei dem großen Turnier, welches noch lange nicht da ist. Wenn du in einem Stall arbeiten würdest, könntest du sogar der dritte Reservereiter werden. Was sind das hier? Bälle? Amateurbälle? Ja, los, schieß mit Bällen. Hast du, glaube ich, sogar Bälle, schon mal. Bälle, die schneller nachladen, cool. Nee, hast du noch nicht. Das sind wahrscheinlich Dodge-Bälle oder die Dinge aus Final Fantasy... Ich rede heute nur von Bam. Final Fantasy 10. Wie heißen die Bälle in Final Fantasy 10? Ach, verdammt. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht mehr. Blitzball, Blitzbälle. Oh, fuck. Ha! Oh, fuck! Das ist fies! Den muss man zweimal treffen und den wahrscheinlich auch. Jo, schieß einfach überall hin. Na, fuck it. Wieder nix. Na, es ist egal. Noch schaffe ich's. Du brauchst ja nur eine 2 hier oder eine 1. Hier war's, glaube ich, eine 2. Mhm. Oh, nee. Hier war's eine 2, ja. Es wird jetzt richtig schwierig, ey. Bam, bam. Na, das läuft doch. Ja, es noch. Läuft doch. Oh, fuck. So, warte. So. Du hast keinen... Ja, das war Absicht. Ich wollte nachladen. Ja. Ich dachte, du hättest keine Bälle mehr. Oh, fuck. Wie mach... Nein! Blödes Ding, aber immer noch eine... Au, oh, fuck. Blöd gelaufen, Nö. Läuft gut. Ist noch eine 1. Oh, oh. Es ist... Wie macht die das eigentlich? Hat sie einen riesen Rucksack, wo die Bälle hinten drin sind? Wie geht denn das? Das war Nein, sie hat, Ahnung, sie hat Magazine am Gürtel. Sie hat Magazine mit Bällen am Gürtel. So eine Maschinenpistole dann. Ja, nein, sie hat so ein... Kennst du diese Gurte oder nee, mit Pistolen-Munitionsgurte irgendwie? Ja, ja, klar. Die man da bei riesen MGs hat. Ja, und ich sag ja Maschinengewehr. Das hat sie... ja, genau, das hat sie um ihre Schulter gelegt, bloß mit Bällen. Ich weiß nicht mal, ob ich die Zahl noch im Kopf habe, aber MG3 war 200 Schuss pro Minute. Aber, ach, das war eine Tortur, die Dinger da reinzumachen in die Gürtel. Ach, das weißt du. Warst du beim Bund? Jo. Oh. Aber es war total lustig. Aber auf der Schießbahn mit den Dingern zu proben, war echt lustig. Das hatte was. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, bis zu 600 Meter waren da die Tests. Immer so Dreierschuss waren das und man musste möglichst mindestens 2 auf... dem Schussfeld. Mach mal weiter. Ach, ich bin dran. Ja, du bist. Platzieren. Also, vielen Dank. Jetzt können wir wieder unsere Übung machen. Du hast wirklich Talent. Talent? Du? Talent zum Stall ausmisten vielleicht. Aber du kommst nicht an meinen Nathan Run, ja. Sag mal, jeder von denen hat doch mindestens 2 Frauen, oder? Du gewinnst weiße Ballen mit irgendwas. Du gewinnst kirschrotes Fell. Yeah, endlich. Darauf haben wir gewartet. Ich wollte doch immer kirschrotes Fell. Moment, ich? Weißer Ballen mit sonst was war das? Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Pferde extra, wenn du ein Pferd stylen willst. Ja, so, was so sollen oder wir, so. Was sollen wir denn eigentlich mit Tims blödem Pferd machen? Erreiche Level 3. Oh, das ist schwer. Und es ist wahrscheinlich Level 0, was? Wobei, mit dem haben wir schon ein bisschen was gemacht. Ja, hoffentlich ist er schon Level 2. Kurz vor. Sollte reichen, aber machen wir wieder mal ein bisschen Wasser rein. Dann können wir auch die ganze Zeit trainieren, sonst wird's zu durstig. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen diesen Schläuchen ist. Vielleicht war das der Unterschied, dass der alte Schlauch das wirklich nur halb voll macht, während der neue Schlauch... Na, aber der neue Schlauch macht's auch bloß halb voll, irgendwie. Finde ich komisch. Jetzt mal prüfen. Also jetzt geht das Wasser, der Wasserbalken...
da, der macht's fast voll. Ja. Also der macht mehr dazu als das andere. Ach, sag mal, was soll ich denn, wenn's geht, als nächstes machen? Also, ich hab ja eh geplant, Super Mario Sticker Star, unbedingt. Was? Super Mario, was? Paper Mario. Paper Mario Sticker Star, wenn wir hier fertig sind. Kommt ja nächste Woche raus eigentlich schon. Ja, jedenfalls dann wäre da noch Shinobi. Soll ein schönes, schweres Side-Scrolling-Spiel sein und ebenbürtig zu den alten Teilen. Und was gibt's noch? Kid Icarus wollte ich mir auch mal besorgen. Also, wie gesagt, bei 3DS kann ich nicht mitreden. Und wenn du mich wirklich fragst, kann ich dir nur Retro-Games empfehlen. Ja gut, also dementsprechend wäre Shinobi noch das näher am nächsten kommendste. Der Name sagt mir sogar was. Ich glaube, ich habe das mal aufgeschnappt. Ist ein Jump'n'Run? Ist ein Jump'n'Run, du bist ein Shinobi, klar. Es ist für Shinobi. Sega. Von Sega für Sega gewesen. Zum Beispiel Sega Saturn und sowas. Gott, was ist ein Shinobi? Das ist sowas, so eine Art von Schwertkampf-Ninja. Ah. Was auch schon mal ein Schwertkampf-Ninja ist. Katana oder so. Hä? Ein Katana ist eine Waffe. Ach. Ein Ninja-Schwert. Ist kein Kampf, wo man eine Waffe benötigt. Ja, ja, aber ein also eine Bezeichnung für Shinobi ist nicht Katana. Bla. Nein. Aber ein Schwertkampf-Ninja kämpft dann vielleicht mit einer Katana, habe ich mir gesagt. Das kann sein. Das ist, ja, das wird wohl so hinhauen. Da hast du jetzt meine Herleitung endlich verstanden. Das war so, ja, da wir ja jetzt trainieren können, was wir wollen und das blöde Viech schon wieder hier ankommt. Nein, Warum redest du auch in einem Let's Play? Warum? Ja, warum mache ich sowas? Ich sollte lieber vollkommen die Fresse halten und dir das überlassen. Genau. Oh, jetzt hast du wenigstens einen Zuschauer, nämlich das Pferd. Einfaches Zaumzeug. Na dann mal los. Was? Sag's doch. Warte. Guck hin. Wunderhübsch, das war wunderhübsch. Auf den Wunsch deiner Zuschauer höre ich doch immer. Und sie haben ja noch einen Wunsch geäußert. Ja, was noch? Können wir gleich hinten ranhängen. Machst du jetzt nochmal oder was? Ja. Eieiei, gut, dass ich genug hier eingeplant habe. Hoffentlich. Sehen wir mal. Wunderhübsches Lied, wunderhübsch. Kannst du es auch ausmachen? Mach ich doch. Gut. So. Wir sind ja noch lange nicht bei Level 3. Oh, doch. Fast. Na denn. Ah, blödes, dämliches. Da hat das rote Pferd sich einfach umgedreht und ist zum Axido und schlägt ihn hoffentlich ab. Nein, das tust du nicht. Ich gebe ihm was zu futtern. Wir haben schon. Wir haben wieder Brot. Brotkanten. Das beste Teil des Brotlaibs, die Kanten. Manche mögen Kanten überhaupt nicht. Ich finde, ein Brot braucht eine gute Mischung aus Kanten und Nicht-Kanten. Ja, wie gesagt, mir langt die Mitte eigentlich. Könntest du eine Umfrage zwischen Pferden machen? Wie viele Pferde die Kanten essen und wie viel nicht? Eine Umfrage hat ergeben, dass Umfragen nicht gerade positiv aufgenommen werden. Ging es in der Umfrage wirklich darum? Nein, es ging um was anderes, aber der Umfragetyp wurde zusammengeschlagen.